So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Rocket League Tutorials. Ich habe es ja endlich mal geschafft. Lange Zeit war es ja schon angekündigt und ich bin ganz oft gefragt worden, Mensch Pitusi, woher bekommt man denn dieses Deagle, was du da unter anderem hast? Und genau darum wird es in dieser Folge, in diesem Video gehen, wie ihr euch von mir schon bereits vorgefertigte Deagles herunterladen könnt und in euer Game implementieren könnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Was ihr unbedingt benötigt, ist auf jeden Fall Buckes Mod. Ein ausführliches Video darüber, wie ihr das Ganze runterladen könnt, wo ihr das runterladen könnt und was ihr damit alles machen könnt, habe ich bereits schon gemacht. Den Link dazu packe ich euch jetzt unten in die Videobeschreibung bzw. hier oben in die Infobox auf der rechten Seite. Am besten da nochmal genau nachschauen. Kommen wir direkt zum nächsten Step und zwar braucht ihr die Alpha-Konsole für Buckes Mod. Deswegen geben wir einfach hier mal bei Google Buckes Mod ein. Ich werde euch alle Links und so weiter natürlich auch unten in die Videobeschreibung packen, ganz klar. Und das kommt uns hier zu dieser Seite, ja, kommen wir hier. Wir gehen hier oben auf Plugins und dann ist hier direkt das erste Alpha-Konsole für Buckes Mod. Wichtige kleine Side-Note noch an dieser Stelle. Das Ganze funktioniert nur, wenn ihr Rocket League am PC spielt. Ob ihr dabei auf Epic spielt oder auf Steam, spielt tatsächlich keine Rolle. Aber ihr braucht einen PC dafür auf jeden Fall und müsst vorher Buckes Mod installiert haben und euch danach hier diese Alpha-Konsole für Buckes Mod auch nochmal installieren. Das Ganze geht relativ flott, ihr müsst da nicht wirklich was machen und es funktioniert halt von alleine. Wichtig ist, wie gesagt, nur zuerst Buckes Mod installieren, dann das Plugin, diese Alpha-Konsole für Buckes Mod. Wenn das Ganze dann installiert ist, dann öffnet ihr wie gewohnt auch bei eurem normalen Buckes Mod einfach in-game einfach via F2 Shortcut hier dieses Overlay. Ja, das ist das klassische Buckes Mod Overlay. Und dann findet ihr hier hinten der vorletzte Reiter, der Reiter Plugins. Dort könnt ihr draufklicken und dann gibt es hier eine extra Rubrik Alpha-Konsole. Dort draufklicken und dann hier Toggle Alpha-Konsole Menu auswählen. Das macht ein neues Fenster auf, wie man hier sieht. Also das da hinten Buckes Mod und hier vorne natürlich das Alpha-Konsole-Plugin. Und dort geht ihr auf das zweite, auf den zweiten Reiter, geht ihr auf Cosmetics. Und da ein bisschen runterscrollen und dann findet ihr hier schon bei Deagle Texture Mode, ja, oder Deagle Texture Mod, findet ihr hier schon Pitusi. Ja, natürlich ihr noch nicht. Bei mir ist es jetzt halt so, weil ich hier im Hintergrund dieses Deagle bereits schon ausgewählt habe. Ja, das ist nämlich hier mein Pitusi Deagle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt ihr denn die verschiedenen Deagles, die ihr euch unter anderem auch schon anschauen könnt vorher? Einfach auf meinen Discord-Server gehen, Link natürlich in der Videobeschreibung. Da gibt es einen extra Reiter Designs und dort könnt ihr schon mal vorab alle jetzigen Deagles könnt ihr euch da vorab schon mal anschauen, damit ihr nicht irgendwie alle runterladen müsst und dann irgendwie tausende Sachen dabei habt, auf die ihr eigentlich keinen Bock habt. Pitusi ist halt, wie gesagt, das hier. Ich mache nochmal hier alles zu. Ja, dieses hier. Wir können mal gerade noch gucken. Ich zeige euch das mal noch anhand von einem anderen Beispiel. Ich hoffe, ich finde jetzt gerade irgendwas, was dazu passt. Genau, hier haben wir noch eins. Die sind dann so vorgefertigt in diesem Ordner drin. Das wäre jetzt zum Beispiel auch noch eine Option. Um jetzt diese ganzen Sachen runterzuladen und bei euch zu installieren, müsst ihr auf den Megalink klicken, der unten auch in der Videobeschreibung steht. Mega ist einfach eine Plattform, die es mir ermöglicht, Dateien hochzuladen und jeder, der den entsprechenden Link dazu hat, kann sich die Sachen halt runterladen. Und da ist dann Folgendes drin. Ihr seht es hier, fertige Deagles und Dateifahrt. Und jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Sachen und die solltet ihr alle runterladen. So, als allererstes, wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, am besten macht ihr euch einfach hier so einen Ordner. Ich habe jetzt hier auf dem Desktop einen Ordner, da ist dann natürlich jetzt schon ein bisschen mehr drin. Alpha-Konsole zum Beispiel. Und da seht ihr schon, hier ist einiges drin. Ja. Und wir gehen mal hier rauf. Das Wichtigste ist jetzt hier dieser Dateipfad. Ich habe mir das hier auch nochmal extra angelegt und ich zeige es euch auch hier nochmal. Hier ist der Dateipfad, das kann ich einfach mal öffnen hier. Und dann seht ihr schon, hier steht so ein Text. Den müsst ihr euch kopieren. Allerdings, hier wo Your Name steht, ja, müsst ihr euren Namen den Namen eures Computers reinschreiben. Bei mir ist das jetzt hier mein Spitzname noch von früher, ja, Peter. Da steht das alles drin und dann, das hier wird genau in denselben Ordner, wo auch Buckes Mod drin ist, dann gespeichert. Das ist ganz wichtig, dann kopiert ihr das einfach, wie gesagt, am besten auch einfach mit runterladen und gebt das einfach hier oben ein. Ich mache das jetzt einfach mal und da seht ihr schon, da sind jetzt schon ganz viele andere Sachen drin, nämlich die Ordner der verschiedenen Autos, wie zum Beispiel dieses Auto hier, ja, wo wir gerade am Anfang gesehen hatten, oder dieses Fan-Auto mit dem, wo ist es, hier mit diesem, ich öffne es jetzt einfach mal, das nur damit ihr wisst, wovon ich jetzt rede.
mit dem letzten Auto, welches wir hier schon gesehen haben. Das wäre quasi das. Also, wie gesagt, alles runterladen und dann haben wir hier natürlich für Fennec ein extra Deckel. Dann haben wir hier die Hauptdateien, die braucht ihr auf jeden Fall auch. Wir haben für Jäger ein, zwei Auswahlmöglichkeiten und für Octane gibt es momentan noch am meisten. By the way, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat und ihr gerne auch ein zweites Video haben wollt, wo ich euch dann auch zeige, wie ihr selbst eure Deckels erstellen könnt, das würde nämlich in diesem Video hier den Rahmen sprengen, dann sprengt doch einfach den Like-Button und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Damit steht ihr nämlich sicher, dass ihr immer die neuesten Videos von mir auch angezeigt bekommt und mit dem Abo supportet ihr mich einfach noch ein bisschen. So. Genau, momentan hier ganz viele Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Octanes. In Zukunft, wenn wir denn soweit sind, und das auch nochmal als kleine Side-Note, dass ihr das Ganze auch machen könnt, euch selbst Deckels erstellen könnt, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwie mal so einen Contest machen, wo die ersten drei Plätze einen kleinen Preis bekommen oder sowas und wir das dann hier mit der Community die besten drei Deckels halt auch nochmal teilen, indem ich die im Nachhinein hier nochmal hochlade. Nachdem ihr dann diese ganzen Sachen hier auf Mega runtergeladen habt, könnt ihr eigentlich Mega wieder schließen. Und am besten, wie gesagt, macht ihr das alles so in einen Ordner, macht ihr alles hier rein. Ihr kopiert euch, wie gesagt, hier diesen Link. Machen wir das Ganze nochmal. Ich werde da nochmal ein extra Fenster aufmachen gleich. Schieben wir das hier mal an die Seite. Na. Machen wir es einfach so. So, kopiert diesen Link hier rein. Dann haben wir das hier. Hier war ja das andere. Und jetzt ganz wichtig, die Hauptdateien. Die Hauptdateien müsst ihr zuerst einfach so, wie sie jetzt sind, das habe ich ja hier schon auf dieser Seite gemacht, ihr seht schon, das ist das, wo ihr runtergeladen habt, das ist dann, wo jetzt euer leerer Ordner noch ist mit diesem Pfad, den ihr kopiert habt mit eurem PC-Namen. Ihr kopiert alles hier rüber an den Hauptdateien und dann, eigentlich ganz easy, müsst ihr einfach nur noch die anderen Deckels auch einfach rüber kopieren. Ja? Also sprich, für Fennec hier zum Beispiel, für Fennec, dieses Cookie, ja, was hier drin ist. Für Fennec, für Jäger, für Octane natürlich ist hier alles mit drin. Diese Ordner kopiert ihr einfach, wie sie sind, einfach so rüber via Drag and Drop oder mit STRG-C, STRG-V Shortcut. Und das war's eigentlich schon, Leute. Damit habt ihr dann Zugriff auf alle Deckel Designs, die ich bisher gemacht habe und könnt das auch ganz normal, wie ich hier, jetzt abrufen. Ja, wir machen hier mal Octane Ice zum Beispiel. Ihr seht es schon, dann haben wir hier den Ice-Octane. Eine kleine Sache gibt es allerdings noch, die ich euch noch erzählen muss. Und zwar, wenn ihr diese Deckels haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, wenn ihr hier auf Garage geht, und wir nehmen jetzt gerade mal hier den Octane, dass ihr kein Deckel ausgewählt habt. Ganz wichtig, weil sobald ihr hier ein anderes Deckel auswählt, ihr seht schon, wird das automatisch überschrieben. Es ist also nicht so wie bei dem normalen Buckus-Mod, dass wenn ihr im Buckus-Mod ein Deckel auswählt, dass das hier diese Deckels überschreibt, sondern hier ist es genau andersrum. Guckt also immer, dass ihr hier komplett nichts auswählt und ein cleanes Setup im Hintergrund laufen habt quasi. Und ich würde sagen, wenn dieses Video mindestens 30 Likes bekommen hat, dann gibt es von mir den zweiten Teil, in dem ich euch zeige, wie ihr eure Deckels, genau wie ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, einfach selbst erstellen könnt. Das wird auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher werden und ich würde mich mega drüber freuen, euch das trotzdem zu zeigen. Dann können wir vielleicht auch demnächst mal so einen Contest machen. In diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart. Checkt auch gerne noch meine anderen Videos jetzt auf der rechten Seite aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt stabil, haut rein. Ciao, ciao.